Hallo zusammen. Eure Eltern können sich bestimmt noch daran erinnern, dass das Klon des Schafes Dolly weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Reaktionen waren jedoch unterschiedlich ausgefallen. Manche Leute fanden es gruselig, während die meisten es für einen großen wissenschaftlichen Erfolg hielten. Doch seitdem gehen derartige Nachrichten in der allgemeinen Informationsflut unter. Heißt es, dass Klonexperimente nicht mehr durchgeführt werden? Von wegen. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Tierarten bereits geklont werden konnten. Wirklich eine ganze Menge. Wollt ihr mehr wissen? Dann lasst uns loslegen. Frösche. Einer verbreiteten Meinung zufolge wäre das Schaf Dolly das erste geklonte Tier überhaupt. Das stimmt aber nicht. Die ersten erfolgreichen Experimente wurden an Fröschen durchgeführt. Und es geschah lange, bevor das berühmte Schaf das Licht der Welt erblickt hat. Vor über 60 Jahren haben Robert Briggs und Thomas King es geschafft, Leopardfrösche zu klonen. Dies klappte jedoch nur, wenn sie Kerne aus Zellen von Embryonen verwendeten. Kerne aus adulten Fröschen indes konnten die Entwicklung einer entkernten Eizelle nur bis zum Stadium der Kaulquappe steuern. Dem berühmten Biologen John Gurdon gelang aber ein Durchbruch. Im Jahr 1958 konnte er bei einem Krallenfrosch mittels der Kerntransferprozedur auch ausgewachsene Frösche entstehen lassen, was die Erkenntnisse von Robert Briggs und Thomas King widerlegte. Der Wissenschaftler entwickelte außerdem eine spezielle mikroskopisch kleine Pipette, mit der man Zellkerne entnehmen konnte. Seine Errungenschaften waren es, von denen sich die genannten Forscher von Roslin Institute inspirieren ließen. Und fast 40 Jahre nach der Entstehung der Klonamphobien konnte das erste Klonsäugetier hergestellt werden. Das erste Klonkätzchen. Ihr werdet überrascht sein, welche große Fortschritte Wissenschaftler in Sachen Klon bereits gemacht haben. Wünscht ihr euch eine Kopie eures Haustiers? Kein Problem. Der Spaß ist allerdings nicht gerade billig. Für den chinesischen Geschäftsmann Huang Yu spielt es aber keine Rolle. Denn der Tod seines geliebten Katers, der auf den Namen Knoblauch hörte, hat den Mann hart getroffen. Er kontaktierte darum die Firma Synergene und ließ einen Klon von ihm herstellen. Zu dem Zeitpunkt hatte das Unternehmen bereits 40 erfolgreiche Klonexperimente an Hunden vorzuweisen, aber noch nie zuvor eine Katze geklont. Die Prozedur, für die Yu 35.000 US-Dollar hinlegte, verlief erfolgreich. Der neue Liebling wurde als weltweit erste Klonkatze kerngesund geboren. Allerdings sieht er dem Original nicht hundertprozentig ähnlich. So hat das Tier zum Beispiel nicht diesen charakteristischen schwarzen Fleck am Kinn. Aber sein Herrchen stört es gar nicht, denn ansonsten ist Knoblauch 2.0 mit seinem Vorbild komplett identisch. Klonaffen. Die Technologie, mit der das Schaf Dolly geschaffen wurde, wurde später zum Klonen anderer Säugetiere verwendet, darunter Katzen und Hunde. Und 2018 gelang es den Wissenschaftlern, auf diese Weise ein Tier entstehen zu lassen, das dem Menschen am nächsten steht, nämlich ein Affen. Die Langschwanzmakaken Song Song und Hua Hua, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen, sind in einem Labor in China aus dem Reagenzglas geboren. Ihre Schöpfer wurden aber von ihren Kollegen mit Kritik überschüttet. Es hieß, das Experiment bringe die Welt ans Klonen der Menschen einen Schritt näher, was aus ethischer Sicht äußerst umstritten sei. Die Forscher reagierten mit den nachfolgenden beschwichtigenden Erklärungen. Erstens sei das von ihnen praktizierte Klonverfahren nach wie vor wenig effektiv und gefährlich, sodass vom Klonen des Menschen nicht die Rede sein kann. Zweitens könnten die Klonaffen für die Forschung menschlicher Krankheiten wie Stoffwechsel, Immun- und Krebserkrankungen von enormem Nutzen sein. Klonkamel. Diese Kamelstute trägt nicht umsonst den Namen Injas. Hey, was aus dem Arabischen übersetzt so viel wie Erfolg heißt. Ihre Geburt war ein wissenschaftlicher Durchbruch, da man erstmals einen Dromedar klonen konnte. Das erfolgreiche Experiment gab den Forschern aus Dubai die Hoffnung, diese Spezies für künftige Generationen sowohl für Rennzwecke als auch als milchgebendes Nutztier zu erhalten. Doch damals hatten sie wohl kaum damit gerechnet, dass das einhöckrige Kamel für eine Riesenüberraschung sorgen würde. Als Injas 6 Jahre alt wurde, stellten sie fest, dass sie trächtig war. Doch diesmal passierte es ohne menschliches Zutun. Nach Angabe des Leiters des Instituts für Kamelfortpflanzung, Dr. Nisa Wani, sei es auf natürlichem Wege geschehen. Das beweist, dass geklonte Kamele genau wie ihre gewöhnlichen Artgenossen fortpflanzungsfähig sind. Für die Genforschung bedeutete es einen Riesenschritt nach vorne. Pferde und Maultiere. Man könnte meinen, dass geklonte Lebewesen ihr ganzes Leben im Labor unter der Aufsicht ihrer Schöpfer verbringen würden. Das stimmt aber gar nicht. Die Klontechnologien sind inzwischen so fortgeschritten, dass solche Tiere ganz normal leben können. Und einige davon werden sogar bei sportlichen Wettbewerben eingesetzt. Die Pferde, die ihr gerade seht, kommen bei Poloturnieren in Südamerika zum Einsatz. Und fast alle davon sind in einem texanischen Labor aus dem Reagenzglas geboren. Das heißt aber nicht, dass man aus dem Erbgut eines erfolgreichen Rennpferdes automatisch einen neuen Champion klonen könnte. Experten zufolge ist das Klonen nur für die genetische Veranlagung eines Pferdes verantwortlich. Ob es die nötigen Fähigkeiten entwickelt, liegt ausschließlich bei
seinem Züchter. Es gibt allerdings ein Beispiel, das daran zweifeln lässt. Ein Maultier namens Idaho Jam hat zahlreiche Rennen gewonnen. Dabei war es nicht nur das erste Klon-Maultier überhaupt, sondern wurde aus der DNA eines Champions geklont. Ein Zufall? Wohl kaum. Geklonte Paarhufer. 2003 gelang es Forschern an der University of Texas at Austin, einen Weißwedelhirsch zu klonen. Sie waren außer sich vor Freude, denn das bedeutete, dass man nun vom Aussterben bedrohte Arten erhalten könnte. Damals hatten sie noch keine Ahnung, dass man mit dem Klon von Paarhufern einen erheblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Nahrungsindustrie leisten könnte. 2012 wurde auf einer Farm ein riesiger, knapp 1100 Kilo schwerer Stier namens Alpha geboren. Die für sein Klonen notwendigen Zellen wurden einem erstklassigen Bullen entnommen. Man könnte sagen, dass er aus einem Steak gemacht wurde. Aber das ist noch nicht das Erstaunlichste an dieser Geschichte. Der Stier wurde mit Kühen gekreuzt, die auf dieselbe Weise geklont wurden, und sie hatten einen ausgezeichneten Nachwuchs zur Welt gebracht. Die 13 Kälber waren viel größer als gewöhnliche Kühe und ihr Fleisch erwies sich als marmorierter als das von üblichen Rindern. Darüber hinaus hatten die Kälber, die von geklonten Tieren geboren wurden, laut Tierärzten ein stärkeres Immunsystem als ihre herkömmlichen Artgenossen. Des Weiteren stellte man fest, dass sie schneller die Geschlechtsreife erreichten, was bedeutet, dass sie im Laufe des Wachstums weniger Futter und Wasser benötigen sowie weniger Methan produzieren. Klonkühe. Solltet ihr in einem Restaurant in den USA ein Ribeye-Steak bestellen und nachher zum Schluss kommt, dass es das köstlichste war, was ihr je gegessen habt, könnte es nicht dem Koch, sondern einem Genforscher zu verdanken sein. Bis vor kurzem waren Rinderrassen, deren Fleisch eine besonders ausgeprägte Marmorierung aufwies, sehr selten. Das Verhältnis zu den gewöhnlichen Rindern lag bei 3 zu 10.000. Man fragte sich, wie man ihren Bestand um ein Vielfaches erhöhen könnte, ohne der Umwelt zu schaden. Natürlich, indem man sie klont. Die einfachste Methode, den Genpool einer Herde aufzufrischen, ist, alle Kühe von den besten Bullen befruchten zu lassen. Die Forscher des US-amerikanischen Betriebs 44 Farms haben dieses Verfahren perfektioniert. Sie brauchen keine Stiere mehr zu züchten. Stattdessen verwenden sie die DNA der besten Exemplare. Und die hervorragenden Gene der dadurch entstandenen Kühe werden nicht nur einem Kalb pro Jahr, wie es früher der Fall war, sondern mehreren Dutzend Jungrindern weitergegeben. Das alles trug nicht nur zum Ausbau des Betriebs bei, sondern ermöglichte es sogar, die Methanemission zu reduzieren. Man könnte sagen, dass die traditionelle Viehzucht schon Schnee von gestern ist, zumindest auf dieser konkreten Farm. Klon-Iltisse. Sollte irgendwann der Tag kommen, an dem die Grippe für den Menschen keine Gefahr mehr darstellen und die meisten anderen schweren Atemwegserkrankungen schlichtweg verschwinden würden, sollten wir nicht vergessen, uns bei den Iltissen dafür zu bedanken. Was die niedlichen Tierchen damit zu tun haben? Ganz einfach. Diese Lebewesen sind die perfekten Tiere für die Erforschung von Transmissions- und vererbten Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Mukoviszidose. Dort, wo Mäuse überfordert sind, müssen diese Raubtiere zum Einsatz kommen. Man infiziert sie mit Viren, um effiziente Präparate und Impfstoffe dagegen entwickeln zu können. Zurzeit verfügt man über eine Technologie, mit der man Iltisse mit nur einem bestimmten Genotyp geklont werden, der sich für die Forschungszwecke am besten eignet. Glaubt aber ja nicht, dass die Menschen da nur an sich selbst denken würden. Man plant, vom Aussterben bedrohte Arten wie dem Schwarzfuß-Iltis und dem europäischen Nerz zu klonen und so zu ihrem Überleben beizutragen. Klonhunde. Was schätzt ihr, wie viele Hunde im südkoreanischen Labor Suam Biotech Research Foundation in den letzten 10 Jahren geklont wurden? Selbst eine ungefähre richtige Zahl zu nennen, dürfte euch schwerfallen. Barbara Streisand ist längst nicht die einzige Prominente, die ihren gestorbenen Pflegling hat klonen lassen. Dr. Wang aus Seoul wurde schon von über 10.000 reichen und bekannten Personen kontaktiert, die bei ihm einen Klon ihres Vierbeiners bestellt haben. Da draußen laufen inzwischen 1.000 geklonte Hunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Selbstverständlich ist die Prozedur aus wissenschaftlicher Sicht nichts Spannendes mehr und wurde längst zum Geschäft. Um eine Kopie eines gestorbenen Haustiers zu bekommen, muss der Besitzer möglichst schnell seine DNA mitbringen und 100.000 US-Dollar hinblättern. Fluoreszierende Klonkaninchen. Diese Info sollte diejenigen interessieren, die Wissenschaft für langweilig halten. Ein türkisch-amerikanisches Forscherteam hat 8 Kaninchenbabys geklont, von denen 2 im Dunkeln leuchten. Bis zum 1. April dauert es noch ein Weilchen, das ist also kein Scherz. Die Tiere erzeugen tatsächlich ein grünes Glimmen. Um diesen Effekt zu erzielen, haben die Wissenschaftler die DNA einer Qualle in die Embryonen des Muttertiers injiziert. Sie haben es sicherlich nicht zum Spaß getan. Mit dem Experiment sollte bewiesen werden, dass mit dieser Methode genetisch veränderte Kaninchen überhaupt gezüchtet werden können. Damit soll in Zukunft die Forschung gefährlicher menschlicher Krankheiten auf ein neues Level gebracht werden. Mittlerweile arbeiten die Wissenschaftler daran, nützliche Gene in größere Tiere einzusetzen. Heißt es etwa, dass wir bald leuchtende Kühe zu sehen bekommen? Hey Leute, Schluss mit Faulenzen! Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen! Willkommen bei Braintime!
Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.